Liebe BDP-Mitglieder und Sympathisanten, ganz herzlich willkommen zum neuesten elektronischen Newsletter. Hauptthemen dieses Mal sind die Wahlen im Kanton Basel-Stadt, die Nominationsversammlung von der BDP Kanton Solothurn und ganz viele wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Mitgliederwerbung. Mit grosser Spannung hat die BDP Basel-Stadt auf das Ergebnis der Kantonsratswahlen gewartet. Die erst ein Jahr junge Partei weiss, dass das Quorum von 4% eine schwierige Hürde ist. Dennoch, einen Sitz erhofft man sich schon. Noch nicht übersprungen haben die 4%-Hürde die EVP, die BDP, die Piratenpartei und die EDU. Ernüchterung dennoch der Bekanntgabe vom Wahlresultat. Es macht weh, dass wir es nicht geschafft haben, aber wir haben doch unsere gewisse Ansätze gehabt, wir haben gewisse Stimmen auch gekriegt. Wir haben uns mehr ausgerechnet in Richtung 2,5 oder sogar noch ein bisschen mehr Prozent. Das ist nicht eingetroffen und wegen dem können wir nicht zufrieden sein. Man hat sich natürlich viel mehr erhofft von diesen Resultaten, aber ich würde jetzt nicht jetzt so ein grosses Drama daraus machen. Man muss jetzt nur die Resultate, die Zahlen, die nicht liegen, analysieren und dann weiter schauen. Trotzdem, es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Noch im Wahllokal spürt man nebst der Enttäuschung auch frischen Tatendrang. Es ist ganz klar, dass wir Personal rekrutieren müssen. Wir haben zu wenig Leute, die sich gut exponieren können und die Partei weiter vorbringen können. Das wird die Aufgabe sein. Hupp Basel, das kommt schon gut. Wir setzen den neuen Meilenstein, sagt der Solothurner Kantonalpräsident Markus Dietschi und spricht damit die erstmalige Teilnahme bei den Kantonsratswahlen am 3. März an. Die BDP-Versammlung hat 2 Kandidatinnen und 11 Kandidaten nominiert. In allen 5 Amteien werden mindestens 2 qualifizierte und top motivierte BDP-Frauen oder Männer antreten. Eine Listenverbindung mit der CVP gilt so gut wie sicher. Im Kanton Bern ist die BDP eine bewährte Kraft. In den letzten Wochen hat sie ihr Potenzial bei verschiedenen Kommunalwahlen sogar noch weiter ausbauen. Teils hat die BDP einen Wähleranteil von über 40% erreicht. Grandios! Ohne engagierte Mitglieder läuft gar nichts. Darum ist es wichtig, dass die BDP auf qualifizierte und motivierte Mitglieder zählen kann. Beim letzten Workshop von der BDP Schweiz ist es dann auch rund um die Mitgliederwerbung gegangen. Lydia Mosimann, Präsidentin der BDP Brandis im Kanton Bern, ist die wohl erfolgreichste BDP-Frau, wenn es darum geht, ihre Mitmenschen für die BDP zu begeistern. Sie weiss, wie man neue Parteimitglieder gewinnt. Es gibt 3 Phasen. Zuerst ist die Vorbereitungsphase, dann ist die Kontaktaufnahme und dann ist das persönliche Gespräch. Und das ist vor allem für uns sehr wichtig, dass man das persönliche Gespräch sucht mit den Leuten. Und wir machen es so, dass wir zu ihnen heimgehen, mit einem vorgängigen Termin abmachen und auch aufzeigen, was ein Parteibeitritt für Vorteile mit sich bringt. Und auch aufzeigen, dass sie zum Beispiel später Karriere machen können, sei es in einer Kommission oder in einem Gemeinderat oder sogar bis in einen Grossrat. Wichtig ist einfach, gerne dranbleiben und dass man sich auch ein jährliches Ziel setzt. Jetzt bei uns ist es so, dass wir 12 Mitglieder ungefähr pro Monat ein Mitglied werben wollen. Und ich denke, das ist etwas, das man herbringt. Und wenn wir wieder jemandem gewinnen konnten, für Mitglied zu werben, dann ist natürlich die Motivation noch einmal wieder grösser, dass man wieder daran hingeht und wieder neu probiert. Danke, dass auch Sie sich stark machen für die BDP. Ja, jetzt heisst es, all die guten Tipps umzusetzen. Dabei wünsche ich euch ganz viel Glück und Erfolg. Wir melden uns dieses Jahr nach der Wintersession nochmal. Bis dann, habt's gut!